So, einen wunderschönen guten Abend Ihnen allen. Wir wollen unseren Abend beginnen und am Anfang gemeinsam singen. Und ich begrüße natürlich Sie, die Sie hier sind. Und wir nehmen heute Abend unsere Begrüßung auch wieder ganz bewusst die mit hinein, die mit uns über den Livestream verbunden sind. Und wir starten mit einem ersten Lied, dem Lied 107 in Ihren grünen Liederbüchern oder eben projiziert an die Leinwand. Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar. Fortsetzen wollen wir dem Lied Wohl den, der wandeln vor Gott in Heiligkeit. 383 in unserem Buch oder wieder an die Leinwand projiziert. Thank you.
Himmlischer Vater, wir wollen dir zuallererst ganz herzlich danken für den zurückliegenden Tag mit all dem, was du uns geschenkt hast. Wir danken dir für das Zusammensein hier in diesem Haus. Wir danken dir für alle Gemeinschaft. Wir danken dir auch für das, was wir in den vergangenen Tagen gemeinsam hier erleben konnten. Du hast uns in vielerlei Hinsicht Gutes getan. Dank sei dir dafür. Wenn wir jetzt an diesem Abend noch einmal hier zusammen sein dürfen, dann bitten wir dich um deinen Segen, bitten dich um deinen Segen für das Lesen deiner Worte, das Zusammensein über der aufgeschlagenen Bibel. Bitten dich, dass dein Heiliger Geist wirksam hier in unserer Mitte ist, dass du, unser Vater, dass du, Herr Jesus Christus, zum Zug kommst. Das ist immer wieder ganz bewusst unser Gebet. Wir danken dir, dass du hier bist und wir beten dich an. Und wir strecken uns aus nach dir, wollen gerne fokussiert sein auf dich, von dir her gelenkt, von dir her bestimmt und geben dir auch über dem Geschehen an diesem Abend die Ehre. Gelobt seist du, unser Gott. Amen. Gerade auf dem Weg hierher habe ich erfahren, dass das Lied, was ich heute Abend ausgesucht habe, das wir gestern Abend schon gesungen haben, das ist gut, dann können Sie das schon. Das ist wunderbar, Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir. Die beiden Strophen sind Lied Nummer 104. Sie können also quasi jetzt auswendig mitsingen, weil Sie gestern Abend das ja schon gelernt haben. Dankeschön. Tage der Orientierung, gesellschaftliche Trends und Entwicklung im Licht der Bibel. So steht es, so stand es über diesen Tagen, die wir gemeinsam erlebt haben. Und wir haben intensive Tage gemeinsam hier gehabt, ganz eindeutig. Sind heute Abend noch einmal so zusammen, um miteinander ein Stück Bibel und Wort Gottes zu teilen. Und natürlich ist heute Abend meine Aufgabe, Sie zu ein, daran zu erinnern, warum wir Texte aus dem zweiten Buch Chronik lesen, und das ist insofern ganz praktisch, dann können wir auch die mit hineinnehmen, die jetzt im Stream mit uns verbunden sind, damit wir noch einmal uns das vor Augen führen, was war denn der Gedankengang unter dem Überschrift Tage der Orientierung, Texte aus dem zweiten Buch Chronik zu lesen. Und aus dem zweiten Buch Chronik haben wir insbesondere vier Könige herausgegriffen. Wir haben den König Josaphat herausgegriffen, Joasch als zweiten, Hiskia als dritten, heute Abend abschließend Josia als vierten. Der Gedankengang dahinter, erinnernd möchte ich es Ihnen sagen, das erste und zweite Chronikbuch schlägt ja einen großen Bogen vom Anfang der Geschichte Gottes, von Adam, die Stammbäume, in die Heilsgeschichte Israels hinein und dort insbesondere dann in die Königsgeschichte, nimmt die beiden
großen Könige, Saul am Rand, aber dann die beiden großen Könige David und Salomo auf und zeichnet dann ein Bild bis zum Ende der judäischen Königszeit, also bis zum Beginn der babylonischen Gefangenschaft. Und der Hintergedankengang ist, der uns unbekannte Autor nimmt uns für die nachexilische Gemeinde, mit hinein, indem er uns zeigt, seht doch, was in der vorexilischen Zeit sich bewährt hat. Was war tragend in der vorexilischen Zeit? Was war falsch in der vorexilischen Zeit? Was hatte welche Konsequenzen? Wir haben uns schon vergegenwärtigt, im ersten und zweiten Chronikbuch spielt das Nordreich überhaupt keine Rolle mehr. Die tauchen gar nicht auf, obwohl sie ja einen Großteil parallel noch geschichtlich da waren. Aber sie werden ausgeblendet. Denn sie sind schon von Anfang an von der Reichsteilung her schon auf dem falschen Pfad gewesen, ausgestiegen aus dem gemeinsamen Kultort, ausgestiegen aus dem gemeinsamen Tempeldienst, ausgestiegen aus der geistlichen Mitte, aus dem Tempel. Wer das nicht als Mitte hat, hat keine Zukunft. Das ist die eine große Botschaft. Und die andere große Botschaft war eben, dass ein ganz starker Fokus vom ersten und zweiten Chronikbuch auf dieser Mitte steht, auf dem Tempel, auf Jerusalem, auf dem, was dort passiert. Deswegen haben wir ja eine ausführliche Darstellung im ersten Buch Chronik, wie David alles vorbereitet für dieses Herzstück, für diese Mitte, für diese geistliche Beziehung, die das Volk Israel, die das Volk Juda zu seinem Gott haben kann. Ohne diese geistliche Mitte kein Bestehen für das auserwählte Volk. Und jetzt nimm dieses Pfund, das Gott dir da gegeben hat, und lebe damit konkret. Das ist nun der Gedankengang. Und das wird nun dargelegt an vier exemplarischen Königen, die insbesondere im Textbestand auffallen, eben wie wir sie genannt haben, Josaphat und Joasch und Hiskia und Josia. Diese vier fallen besonders auf. Man kann doch den Asa mit dazu nehmen, aber wir haben uns auf diese vier jetzt einmal konzentriert. Und jetzt sind wir also heute Abend in der Zeit des Königs Josia angekommen. Und wenn wir in der Zeit des Königs Josia angekommen sind, dann entspricht das in der Bibel den Kapiteln 2. Chronik 34 und 2. Chronik 35. Und parallel dazu haben wir natürlich auch eine Berichterstattung im Königsbuch, aber wir konzentrieren uns ja in diesen Tagen auf die Chronik. Der Gedankengang ist also, so wie damals die nachexilische Gemeinde Orientierung bekommen hat aufgrund der Worte Gottes, so nimmt unsere Zeit wiederum Worte Gottes auf, um zu begreifen, was hat Bestand, worauf hast du dich, musst du dich, kannst du dich verlassen, um deinen Weg zu gehen in einer nicht einfachen Zeit. Die nachexilische Zeit war keine einfache Zeit. Sie war eine kleine Zeit. Sie war eine Zeit, wo nicht die großen Dramen passierten, wo man versuchte, irgendwie wieder weiterzukommen, wo die Geschichte Gottes in kleinem Niveau weiterging. Zeiten, wo wir einfach treu unsere Spur zu ziehen haben. Wie dürfen wir da lernen aus dem ersten und zweiten Chronikbuch? Wenn wir Josias Zeit haben, dann haben wir die Zeit von 638 bis 609, wenn der Spaß macht und Zahlen liebt. Und wenn wir im Jahr 638 bis 609 sind, dann wissen wir in unserem Bibelleserkopf, dass das Nordreich schon richtig lange nicht mehr existent ist, dass wir in dem assyrischen Weltreich, was so unglaublich dominant war, in die finale Runde kommen. Das heißt, Assur hat seinen Zenit deutlich überschritten. Am Horizont steht schon die nächste Großmacht parat. Es steht nämlich schon Babylon parat. Die nächste Großmacht, das Babylonische Reich, möchte Sie in Erinnerung bringen, dass wir im Jahr 612 den Fall der Metropole Ninive haben. Und in dem Ninive fällt, gehen die Türen ja dann schon mal weit auf für ein noch größeres Erstarken des Babylonischen Reiches, was ja dann auch dann die Herrschaft komplett übernehmen wird. Und in dieser Zeit, wo das eine große Weltreich langsam sinkt und das neue große Weltreich kommt, in dieser Zeit ist eben Josia hier König.
Von Josia ist zu sagen, dass sein Vater selber keine rühmliche Rolle spielt. Amon mit seinen 2 Jahren Regierungszeit war es gut, dass es nicht noch länger dauerte. Und davor hatte er aber einen Großvater, Manasse, der 2 Seiten hatte. Er hat eine negative Seite und er hat aber auch eine positive Seite, nämlich tatsächlich hat er sich noch einmal ein Stück weit auch wieder gewandt. Das kann man im Kapitel 33 lesen. Und das sind die Könige, der Vater Amon und eben der Großvater Manasse, die vor Josia die Verantwortung in Juda im Südreich getragen haben. Das Besondere an unserem Josia ist, dass es von Josia eine eigenartige, ganz besondere, voranzeigende Prophetie gibt. Und auf die sollten wir ganz, ganz kurz eingehen, weil es natürlich eine gewichtige Rolle im Leben des Josia spielt. Wir lesen nämlich in 1. Könige 13, dass da ein uns nicht weiter namentlich bekannter Prophet auftaucht, während Jerobeam dort am Altar steht. Und das ist ja alles eben Nordreich und nicht vom lebendigen Gott so gewollt. Und dann lesen wir in 1. Könige 13, dass er eben gegen den Altar des Herrn hin ruft: So spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn dem Hause David geboren werden mit Namen Josia. Der wird auf dir schlachten die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und wird Menschengebein auf dir verbrennen. Und diese Verheißung, die dort in 1. Könige 13 steht, das müssen wir uns vergegenwärtigen, das fällt einem sonst so gar nicht auf, ist rund 300 Jahre vorher geschehen, bevor dieser Josia tatsächlich auftrat. Das ist schon phänomenal. Also der Mann, der um den es heute Abend dreht, wurde schon rund 300 Jahre vorher angekündigt mit seinem ganz besonderen reformatorischen Handeln, was jetzt tatsächlich in 2. Chronik 34 passiert. Ich möchte aus 2. Chronik 34 einige Verse uns lesen. Vers 8 und Vers 9. Im 18. Jahr seiner Herrschaft, als er das Land und das Haus des Herrn gereinigt hatte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias, und den Stadthauptmann Maaseja und den Kanzler Joach, den Sohn des Joachas, das Haus des Herrn, seines Gottes, auszubessern. Und sie kamen zu den hohen Priestern Hilkia, und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht war, und auch die Leviten, die an der Schwelle Wache hielten, von Manasse, Ephraim und von allen in Israel übrig gebliebenen gesammelt hatten, und von ganz Juda und Benjamin und von denen, die in Jerusalem wohnten. Wir lesen ab Vers 14. Und als sie das Geld herausnahmen, und das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Und Hilkia hob an und sprach zu dem Schreiber Schaffan: Ich habe dies Gesetzbuch gefunden im Haus des Herrn. Und Hilkia gab das Buch Schaffan. Schaffan aber brachte es zum König und gab ihm Bericht und sprach: Alles, was deinen Knechten befohlen ist, tun sie. Sie haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es denen gegeben, die bestellt sind, und den Arbeitern. Und der Schreiber Schaffan sagte dem König: Der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las vor dem König daraus vor. Und als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaffans, und Achbor, dem Sohn Michajas, und Schaffan, dem Schreiber, und Asaja, dem Kämmerer des Königs, und sprach: Geht hin und befragt den Herrn für mich und für die übrig gebliebenen von Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden ist. Denn groß ist der Grimm des Herrn, der über uns entbrannt ist, weil unsere Väter nicht gehalten haben das Wort des Herrn und nicht alles taten, was geschrieben steht in diesem Buch. Da ging Hilkia samt den anderen, die der König gesandt hatte, hin zu der Prophetin Hulda, der Frau Schallums, des Sohnes Tokhats, des Sohnes Hahas, des Kleiderhüters, die in Jerusalem wohnte, im 2. Bezirk der Stadt, und sagten ihr dies. Und sie sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat: So spricht der Herr,
Siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und seine Einwohner, alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, aus dem man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geopfert haben, um mich zu erzürnen mit allen Werken ihrer Hände. Und mein Grimm soll über diesen Ort entbrennen und nicht ausgelöscht werden. Und zum König von Juda, der euch gesandt hat, den Herrn zu befragen, sollt ihr so sagen: So spricht der Herr, der Gott Israels, was die Worte angeht, die du gehört hast, weil du im Herzen betroffen bist und dich gedemütigt hast vor Gott, als du seine Worte hörtest gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner und dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint, so habe ich dich auch erhört, spricht der Herr. Siehe, ich will dich versammeln zu deinen Vätern, dass du mit Frieden in dein Grab kommst und deine Augen nicht sehen all das Unheil, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie sagten es dem König wieder. Da sandte der König hin und ließ zusammenkommen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn und alle Männer Judas und die Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten und alles Volk, klein und groß. Und es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Der König trat an seinen Platz und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachwandeln und seine Gebote, Ordnung und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten wolle, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und er ließ hintreten alle, die in Jerusalem und in Benjamin waren, und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Und Josia entfernte alle greulichen Götzen aus allen Gebieten Israels und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Ein ganz besonderer Bericht. Absolut ein ganz besonderer Bericht. Josia, wir erfahren das in den ersten Versen, ich denke, die manch einer mag es gelesen haben, wir erfahren, dass Josia auf den Thron kommt, weil sein Vater Amon ja sehr früh gestorben ist, als er 8 Jahre alt war. Und dann die ersten Jahre da eben unter Betreuung und Anführungszeichen seinen Königsdienst getan hat. Ein bisschen anders als im Königsbuch, wir wissen nicht genau warum, werden uns dann die Daten weitergegeben, nämlich dass er dann im 8. Jahr seiner Herrschaft, so lesen wir, also mit 16 Jahren, im 8. Jahr seiner Herrschaft, obwohl er noch jung war, sagt uns das 2. Chronikbuch, doch ganz bewusst anfing, den Gott seines Vaters David zu suchen. Da taucht er wieder auf. Der David. So viel Ur können wir gar nicht reinlegen, um noch diese Verwandtschaft wieder hinzukriegen. Das heißt, er knüpft wiederum an dieser geistlichen Autorität, an dieser geistlichen Kapazität, an diesem David an. An diesem David, von dem uns ja im 1. Chronikbuch gesagt hat, der hat das Herzstück festgelegt. Das Herzstück in der Vorbereitung des Tempels, den sein Sohn Salomo aufgebaut hat, das ist die Mitte des Volkes Israel. Da könnt ihr zu Gott kommen, da könnt ihr seine Worte hören, da könnt ihr beten, da könnt ihr ihm begegnen. Das ist die Pumpe, das ist das Herzstück. Davon lebt Israel. An dem Mann knüpft Josia, der Ur-Ur-Ur-Urenkel, wieder tatsächlich an. Das ist schon mal phänomenal. Und damit greift jetzt auch diese ganz besondere Verheißung, nämlich dieser junge Kerl, 16 Jahre plus die nächsten Jahre, kommt es zu einem großen Aufräumen im Südreich. Wir erleben das inzwischen auch, so lesen wir hier, Überbleibsel vom Nordreich, Persönlichkeiten sich dem Südreich angeschlossen hatten. Das Nordreich an sich gab es ja schon lange nicht mehr, aber eben wer noch da war und lebte, der schloss sich jetzt hier dem Südreich mit an. Und so haben sie miteinander eine große Zeit der Reformation durchgeführt. Sie haben alte Götzen, alte Systeme herausgeräumt. Wir können es lesen, genauso wie es beschrieben wurde damals in der großen Verheißung in 1. Könige 13. Also ein großes, großes Aufräumen. Und dann erleben wir aber, dass unser Josia nur mit diesem Aufräumen noch nicht fertig ist, mit dem, was er da als König getan hat. Allein das wäre schon phänomenal. Sondern wir erfahren, dass im 18. Jahr seiner Herrschaft, so lesen wir ja in Vers 8, er nun tatsächlich so ein Tempelrenovierungsprogramm initiiert hat. Das haben wir ja schon einmal gehabt.
Und dieses Tempelrenovierungsprogramm steht nun wieder für diesen geistlichen Neustart, für dieses ganz bewusst wieder anfangen, mit diesem geistlichen Zentrum zu arbeiten, es wertzuschätzen, das geistliche Herz, den Gottesdienst, die Gemeinschaft mit Gott, die Worte Gottes, den Opferdienst, das Gebet, all das steht wieder ganz bewusst in der Mitte. So die Idee, so diese ganz bewusste Tat des Josia. Und jetzt wird diese Renovierungstat uns beschrieben. Gelder müssen eingesammelt werden. Man sieht so förmlich, wie die Projekte beginnen. Und das ist ja alles wunderbar. Und man spürt, Josia hat wieder die geistliche Mitte gefunden. Und die wird er jetzt auch stärken. Aber jetzt passiert etwas, das hätte man überhaupt nicht erwartet. Es passiert etwas Phänomenales, nämlich in dem der Anfang mit ihrem Renovierungsprojekt entdecken sie, so lesen wir ja dann in Vers 14, entdecken sie, dass bei diesem großen Aufräumen der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn fand, das durch Mose gegeben war. Man steht vor diesem Satz und kann ihn nicht fassen. Ist uns eigentlich bewusst, was dieser Satz sagt? Das ist ja ein komplett irrer Satz. Ist einmal rein historisch, ist es für uns ein ganz schwieriger Satz, weil wir gar nicht richtig fassen können, was sie da gefunden haben. Die Theologen und Forscher sind da mit unterschiedlichen Vorschlägen an Bord gegangen. Viele meinen, er habe eben nur in Anführungszeichen das fünfte Buch Mose da gefunden, das sogenannte Deuteronomium. Manche sagen sogar, es ist erst in dieser Zeit entstanden. Da gibt es die unterschiedlichsten Hypothesen. Damit möchte ich Sie jetzt gar nicht belasten. Was aber steht, ist ganz einfach, dass das Gesetz des Herrn, das durch Mose gegeben wurde, die Tora da gefunden wurde, das steht da. Und wenn man das auf sich wirken lässt, dann wird der Satz noch komischer, dass man denkt, wie kann denn sowas passieren? Wie kann denn sowas passieren? Rein äußerlich, wie kann denn sowas passieren, dass da tatsächlich das Gesetz, die Tora, verloren gegangen ist, dass man sie wiederfinden kann? Und ich möchte Ihnen in Erinnerung rufen, dass wir schon die ein andere schauerliche Geschichte jetzt in diesen Tagen miteinander betrachtet haben. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass unter Ahas der Tempel zu war, geschlossen. Einfach zu, Licht aus, Tür zu. Da gab es gar nichts mehr. Wir haben eine Frau wie die Atalia gestreift, nur deren Herrschaft es in gar keiner Weise üblich war, den besonderen Gottesdienst zu feiern. Was mag gewesen sein? Vielleicht hat der ein oder andere Priester sogar aus Sicherheitsgründen noch diese Tora-Abschrift ganz bewusst irgendwo deponiert, damit nicht der Wahnsinn der unterschiedlichen Könige auch noch dieses Heiligtum des Wortes Gottes erreicht. Wie auch immer, es verliert sich im Dunkeln. Was wir aber entdecken, ist das Doppelte, nämlich dass zum einen Wort Gottes verloren gegangen war und dass zum anderen Wort Gottes wiedergefunden wurde. Unter Josia wurde bei einem großen Renovierungsprojekt die Tora, das Wort Gottes, wiederentdeckt. Das ist doch ein absolutes, wesentliches, wichtiges Thema, wenn wir unter einer Tagung zusammen sind in diesem Haus, wo es um Orientierung geht, um geistliche Orientierung geht. Und dabei taucht noch etwas Phänomenales auf, nämlich hier taucht nun, als der Josia das ja mitbekommt, wir gehen gleich noch ein bisschen genauer darauf ein, dass der Josia hier tatsächlich nun eine geistliche Ansprechpartnerin hat, die hier genannt wird und die nur an dieser Stelle auftaucht in der Bibel, nämlich die Prophetin Hulda. Wir haben den prophetischen Dienst im Alten Testament ja im Schwerpunkt, im absoluten Schwerpunkt auf der Seite der Männer, ganz klar, ganz eindeutig. Aber wir haben einzelne Prophetinnen, die im Alten Testament mit ihrer prophetischen Gabe uns genannt werden. Für unseren bibelkundlichen Kopf zur Erinnerung, die erste, die uns so genannt wird, ist Miriam, die Schwester von Mose. Wir haben dann natürlich die berühmte Prophetin und Richterin Deborah, die bekommt beide Titel. Wir haben dann ganz unbekannt, was sie da getan hat, die Frau des Jesaja, die ganz bewusst auch als Prophetin im Propheten Jesaja bezeichnet wird. Und dann haben wir alttestamentlich positiv noch hier diese Hulda.
Wir haben dann negativ in der nachexilischen Zeit eine gewisse Prophetin Noadja, aber die können Sie unser Negativ abspeichern. Und im Neuen Testament logischerweise dann die Hanna. Aber damit sind wir mit den Prophetinnen in dem biblischen Benennbereich auch schon am Ende. Hier Hulda fällt also natürlich besonders auf. Was ist nun tatsächlich von dieser Berichterstattung uns heute Abend weiterzugeben aus der Zeit dieses Josia und dieser Beschreibung, die uns natürlich ganz eigentümlich berührt. Da kommt also bei der Berichterstattung im Königshof es eben so, es läuft alles ganz gut und es läuft ordentlich und dann kommt aber diese Schriftrolle da, wir haben das Geld ausgeschüttet und der Schreiber Safan sagt noch, wir haben mir auch ein Buch gegeben und soll ich dir König mal was draus vorlesen und da gibt es so eine Leseeinheit im Palast und der Josia kriegt einen mittleren Herzinfarkt, als er schnallt, was da passiert, dass ihm in diesem Augenblick aus der Tora, aus dem Wort Gottes vorgelesen wird. Was ist zu sagen? Das erste ist ganz eindeutig und schnell und einfach beschrieben. Es ist das Drama der verlorenen gegangenen Bibel. Es ist das Drama der verloren gegangenen Bibel oder, wenn Sie so wollen, eine Bibelvergessenheit. Eine Bibelvergessenheit. Lassen Sie uns das einfach richtig bewusst uns vor Augen stellen, was da abgelaufen ist. Nochmal, wir sind ja nicht in irgendeinem Heidenvolk, was von Gott und seinen Worten keine Ahnung hat. Wir sind auch nicht mal in diesem berühmten Nordreich, was ja schon lange weggeführt wird und aufgelöst wird durch das assyrische Weltreich. Wir sind nicht in einer Zeit, wo durch eine dramatische Not, durch Verfolgung, durch furchtbare Exzesse es nicht mehr möglich gewesen wäre, die Tora, die Worte Gottes zu lesen, zu hören. Wir sind mittendrin in Juda, wir sind im Südreich, wir haben unmittelbar über dem Königspalast den Tempel stehen mit all dem, was so dazugehört. Wir erleben also das Drama, was uns hier beschrieben wird, dass es einen freiwilligen und ungezwungenen Verlust der Worte Gottes gab. Das ist ja noch schlimmer. Ohne Not, ohne Druck sind die Worte Gottes in Vergessenheit geraten. Es gab auch keine Revolution, als die Worte Gottes in Vergessenheit gerieten. Sie waren einfach weg. Merken Sie, das ist ja, das muss man mal realisieren. Stellen Sie vor, Sie sind Fußballfan. Vielleicht sind Sie Leverkusen-Fan. Ja. So. Und jetzt würden Sie die Bundesliga-Saison verpassen. Herr, wir hätten Sie einfach vergessen. Ah, da würden Sie sagen, das kann nicht sein. Das geht gar nicht. Das gehört zu meinem Leben dazu. Geht nicht. Sie sind irgendwo angestellt und die Arbeitgeber vergisst, Ihnen das Gehalt zu überweisen. Kann ja mal vorkommen, ne? Ja. Sie würden das sofort sagen. Geht nicht. Ich brauche das. Das ist mein Leben. Verstehen Sie? Oder das berühmte Beispiel. Viele Ehepaare hier. Das Drama des vergessenen Hochzeittags. Der normale ist ja noch okay, aber stellen Sie vor, Sie haben da Ihre Silberhochzeit verscherbelt, vergessen. Oder quasi golden oder wie auch immer. Ach ja, das war ja auch noch. Dann brauchen Sie einen Therapeuten. Wie auch immer, verstehen Sie? Die sagen, ja, nein, das geht nicht. Und so würden wir doch als Christen sagen, das geht nicht, das geht. Das geht. Das geht. Und verstehen Sie, allein, dass das geht, ist das schon eine ganz wichtige Botschaft, die wir hier ernst zu nehmen haben. Nein, wir sind doch nicht die irgendwie mit irgendeinem ausgestreckten Zeigefinger auf irgendjemanden zeigen. Meine Güte, da sind wir doch lang drüber weg. Bei all den Dingen nehmen wir doch uns selber geistlich reflektierend in den Spiegel des Wortes Gottes schauen und nehmen und lesen das und denken, was muss da passiert sein? Was muss da passiert sein?
Ja, natürlich, das wissen wir alle. Die materiale Präsenz von Bibeln an sich macht's noch nicht. Ja, nur weil sie 5 Bibeln zu Hause rumliegen haben, muss da überhaupt nichts geschehen. Das ist ganz klar. Wir wissen auch, dass das Wissen um Bibel oder sogar um Bibelinhalte an sich auch noch nicht das Entscheidende ist. Und nur weil sie vielleicht sogar Bibel hören, ist es auch noch nicht das Entscheidende. Das mag alles mit hineinkommen. Das Entscheidende ist, wenn tatsächlich Worte Gottes in ihrer Bedeutung, in ihrer Gewichtigkeit, in ihrem Inhalt einfach aus meinem Leben verschwinden. Das ist der Vorgang, auf den ich gerne Sie aufmerksam machen möchte. Nochmal, ohne Not. Ohne, dass man irgendwie ihnen das Gefängnis angedroht hätte, sonst was Furchtbares. Verschwinden Worte Gottes, sie entfleuchen. Sie sind einfach nicht mehr. Sie leben weiter, ich lebe weiter. Aber Wort Gottes ist weg. Das ist ja ein nicht zu beziffernder Verlust. Das ist ein nicht zu beziffernder Verlust. Das ist ein Lebensverlust. Das ist ein Verlust an Qualität. Das ist ein Verlust an Gewicht, an Bedeutung, an Gottespräsenz. Das ist wirklich eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes. Das Gemeine ist, dass sie so harmlos daherkommt. Da explodiert kein Vulkan, da geht auch kein Virus durch die Reihen, da ist einfach Wort Gottes weg. Puh. Da spielt einfach Wort Gottes keine Rolle mehr. Puh. Da wird es einfach nicht mehr ernst genommen. Da wird es nicht mehr wahrgenommen, da wird es auch nicht mehr gefördert, da wird es durch alle anderen Dinge ersetzt. Ist einfach weg. Wenn wir das uns einmal versuchen klar zu machen, dann ist dieser erste Punkt für mich eine der treffenden Beschreibungen für den geistlichen Zustand unseres Landes. Nochmal, wir haben so viel Bibel und Bibelausgaben in diesem Land wie noch gar nie in der Geschichte der Deutschen. Phänomenal! Bibeln ohne Ende! Und doch digital, in allen Variationen. Sie können das scrollen Tag und Nacht, Sie können es in allen Sprachen lesen, alles da. Bibelerklärung. Gucken Sie, wo Sie wollen. Sie kriegen Bibelerklärungen im ganzen konfessionellen Spektrum. Sie können von 0 bis 24 Uhr hochqualifiziert sich die Bibel erklären lassen. Es gibt noch ein paar Häuser, können Sie auch noch hinrennen. Und kriegen Sie es auch noch mal gesagt. Das ist es doch alles nicht. Wir leben trotzdem in einer ganz eigenartigen Zeit, einer Zeit, in der das Wort Gottes weg ist. Das ist die Katastrophe. Das ist die Katastrophe. Und das kann man nicht mehr beziffern. Man kann es nur erahnen. Man kann es spüren und man kann es zunehmend entdecken. Was für Wahnsinnskonsequenzen das hat, wenn das Wort Gottes weg ist. Wir haben einfach keine normierende Norm mehr. Am Ende vom Buch Richter steht dieser furchtbare Satz, weil kein König da war, tat jeder, was ihm recht dünkte. Ja, das ist genau der Zustand. Wenn ich keine normierende Norm mehr habe, dann bin ich mir selber das Gesetz. Oder die mich bestimmen und mitten unterwegs sind, und so eiern wir in einem beständigen Prozess zu normierenden Norm, die aber nächstes Jahr wieder eine andere Norm ist, und dann geht das immer so weiter. Wir haben keine normierende Norm mehr. Und wir haben auch keine uns bestimmende Norm, in dem Sinn, dass sie uns motiviert oder warnt, uns Grenzen setzt oder uns fördert. Und wenn wir nicht mehr die Wahrheit haben, tauchen andere Wahrheiten auf und die stehen halt dann da und füllen das Vakuum, und so haben wir ganz dramatischen Verlust an göttlicher Qualität. Das haben wir tatsächlich. Da kann man nun drüber traurig sein oder sonst was, aber das ist tatsächlich der Vorgang. Und nochmal, da geht es nicht nur um einen Vorgang von Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Das ist ein ganz anderes Thema. Da ist sowieso keine Norm da. Das geht um uns.
im sogenannten Kulturchristentum, im christlichen Sektor, bis hinein unsere Kreise, an vielen Stellen hat sich das Wort Gottes einfach verabschiedet. Das ist im Grunde genommen, ich gebrauche das Wort eigentlich nicht so oft, aber das ist dämonisch. Das ist dämonisch. Wir sind in einer großen, offener Feldschlacht zu kämpfen, da wacht der Letzte auf. Aber wenn man mir schleichend etwas wegnimmt, dass ich es gar nicht wahrnehme, dass ich plötzlich arm bin, das ist gemein. Und so ist uns, unserem christlichen Raum, an vielen Stellen, obwohl die Bibel material noch da ist, Wort Gottes verloren gegangen. Das ist tragisch. Und damit merken wir, es handelt sich ja nicht nur um Worte, sondern jetzt kommt es zu dieser geheimnisvollen Identität, die für uns Christen so wichtig ist, zwischen den Worten Gottes und Gott selbst. Das heißt, sehen Sie es klar, Verlust der Worte Gottes in ihrer Bedeutung zu mir bedeutet Verlust Gottes zu mir. Gott geht mir verloren, er verflüchtigt sich. Er spielt für mich nicht mehr die Rolle, er ist nicht mehr Präsenz. Er ist eine Größe unter vielen, er kann mitmachen, aber kann es aber auch lassen. Er ist ein Partner unter vielen. Und merken Sie, was das für eine Tragödie ist. Wenn Sie irgendwann einmal eine tiefrote Ampel brauchen, dann bei dem Thema, hat sich Gott mit seinem Wort verflüchtigt, ist er mir verloren gegangen, ist er in Vergessenheit geraten. Spielt Wort Gottes als Wort Gottes und damit der lebendige Gott selber noch diese entscheidende, wichtige Rolle. Es gibt ja so erinnernde, prägnante, wesentliche Sätze und Einsätze, das so deutlich zum Ausdruck bringt, ist der Start des großen Richters Samuel. 1. Samuel, Kapitel 3, wo der dann nach der Berufungsgeschichte mit der Hannah, seiner Mutter und so weiter, das kennen viele von uns. Und dann wird die Zeit beschrieben, in der dieser Samuel an den Start geht. Und jetzt hören Sie, was da zu dieser Zeit gesagt wird. Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten. Und es gab kaum noch Offenbarung. Das ist ein furchtbarer Satz. Ein ganz furchtbarer Satz. Denn da wird genau das wahr, was nämlich in dieser Tora, in dem Gefundenen damals im Tempel, was in dieser Tora in 5. Mose 8, Vers 3 steht: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Sie gehören ganz einfach verhungern, geistlich verhungern. Und ich möchte Ihnen da keinen, verstehen Sie, das ist gar nicht mein Motiv heute Abend, Ihnen zu sagen, oh, wie schlecht ist unsere Zeit, und der ganze apokalyptische Spektakel ist mir. Ich möchte auch Ihnen nicht den moralischen zeigen, ich möchte Ihnen das nur reflektierend vor Augen stellen, was uns da vielleicht verloren gegangen ist, wodurch auch immer. Das war bei den meisten von uns keine prinzipielle Entscheidung. Ich möchte mit der Bibel, mit diesem Gott der Bibel nichts mehr zu tun haben. Manchmal sind es ganz banale Umstellungen des Lebensprozesses. Man rutscht irgendwo raus aus dem Rhythmus, den man drin war, und plötzlich ist man halt dann nicht mehr im Gottesdienst und der Hauskreis auch egal, das Bibellesen sowieso. Und ja, es geht ja auch irgendwie weiter. Es geht ja auch weiter. Man fällt auch nicht vom Glauben ab und Sie kennen ja die ganzen Sätze. Und irgendwann merkt man, es wird dünn. Es hat gar keine inspirierende, lenkende, leitende, mahnende, mich bewegende Kraft. Ich verhungere. Und
Und deswegen nehmen wir das heute Abend einfach aus der Bibel an. Hören es, prüfen uns. Und erkennen dieses für uns so wichtige Thema und die Gefahr der Bibel Vergessenheit. Sie können die Bibel durch nichts anderes ersetzen. Sie können ihre Programme ändern, Gemeinde, sie können 13 Mal noch im Kreis drehen und 5 Motivationszyklen machen und nochmal 3 Tests und 4 Bücher und 3 Kurse. Sie können nichts ersetzen, sie können die Bibel durch nichts anderes ersetzen. Das unmittelbare Reden des lebendigen Gottes ist durch kein anderes Gemeindeprogramm ersetzbar. Bitte schauen Sie sich mal Ihre Gemeindeprogramme an. So nichts anderes ersetzbar. Vorsicht vor der Bibelvergessenheit. Und jetzt das Zweite. Natürlich, das ist ein positiver Text. Die Bibelentdeckung. Die Bibelentdeckung. Der Josia, das war ein positiver Mann. Und jetzt schenkt ihm Gott, das ist ein Geschenk, Fachwort der Bibel, Gnade. Da kann er nicht sagen, oh, ich denke, Josia, der große Bibelreformer. Nein, kann er nicht sagen. Und wir spüren ja gerade diese Peinlichkeit, die da abläuft zwischen Königshof einerseits und Tempelareal andererseits, dass dem quasi in der Baubesprechung, in Anführungszeichen, noch nebenbei gesagt wird, ach, da ist auch noch ein Buch gefunden worden, soll ich dir geben. Ein Riesengeschenk, eine Bibelentdeckung. Geschenk, klar, dass das Buch überhaupt gefunden wurde. Geschenk, dass es nicht auf dem Antiquariat, im Altpapier gelandet ist. Geschenk, dass die das tatsächlich zum Königshof gebracht haben. Geschenkt, dass dieser Sekretär das überhaupt dem König gegenüber erwähnt hat. Geschenkt, dass der König überhaupt Interesse hatte, daraus zu hören. Und geschenkt, dass er auf das, was er gehört hat, reagiert hat. Eine einzige Liste von Geschenken. Eine Bibelentdeckungsgeschichte. Und jetzt merken wir, jetzt gehört zu dem Josia etwas, was er bisher so nicht hatte. Er hat nämlich jetzt einen Schatz. Jetzt hat er einen Schatz. Jetzt ist der Mann reich. Jetzt hat er etwas, was er so in der Weise, bei allem Gottesbezug, bei allem Leben in den Spuren Gottes, die ihm geschenkt worden sind, das hatte er so bisher noch nicht. Dass der lebendige Gott zu ihm durch die Worte Gottes geredet hat. Das ist ein Schatz. Entschuldigung, das ist ein Schatz. Das sind die, die in der Bibel selig gepriesen werden. Selig gepriesen werden sie nicht, wenn ihr Aktienportfolio es aufwärts packt. Selig gepriesen werden sie auch nicht, wenn sie noch rüstig sind mit 90 und noch sonst was machen können. Dann werden sie nicht selig gepriesen. Selig gepriesen werden sie in der Bibel, wenn sie Worte Gottes hören können. Dann werden sie selig gepriesen. Lukas 11 sagt das Jesus deutlich in Vers 28. Und deswegen gehört für uns diese berühmte Martha-Maria-Erzählung natürlich zu ganz wichtigen Erzählungen. Dass die Frau sich den Füßen Jesu hinsetzte und seine Worte hören konnte, da wurde sie für selig gepriesen. Und Sie wissen, dass das das Zentralgleichnis von Jesus ist, das berühmte Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Vergessen wir es nicht, auch wenn wir es schon so oft gehört haben, dass das Zentralgleichnis von Jesus ist. Matthäus 13, Parallele, Markus 4, Lukas Evangelium, wird es uns beschrieben. Mein Gott, ich kann deine Worte hören. Ich bin glücklich zu preisen. Danke, danken Sie Gott dafür, wenn Sie zu diesen Reichen gehören. Zu denen, die morgen früh aufstehen, die Bibel aufschlagen können, der Geist Gottes in ihnen wohnt und sie das wissen, mein Gott redet jetzt zu mir. Mehr kriegen sie auf der Seite Erde nicht,
als dass der allmächtige Gott durch seinen Geist, durch seine Worte in ihr und in mein Leben hineinspricht. Dein Wort, erinnern Sie sich heute Morgen, Paul Gerhard, dein Wort, es ist geschehen. Das ist es doch, dein Wort, es ist geschehen. Ich kann das Licht jetzt wieder sehen. Das ist es. Und deswegen ist die Bibel an sich schon voll natürlich von einer Riesenfreude an dem Wort Gottes. Und jetzt haben Sie natürlich diese 176 Verse vom Psalm 119 vor sich. 176 Verse Begeisterung über die Bibel. Wir erschlafen nach den ersten 10 und sind schon vollkommen bedient. Und der uns unbekannte Autor des 119. Psalm, der hört nicht auf, der hört nicht auf, der hört nicht auf. In 176 Versen, im längsten Psalm der Bibel, eine einzige Aufgabe zu haben, das Wort Gottes groß zu machen. Und da Sie und ich die Dosis von 176 Versen nicht packen, dann nehmen Sie für jeden Tag einen, haben Sie schon mal das erste halbe Jahr erledigt, wo Sie jeden Tag einen Bibelvers haben, der über die Bibel Ihnen spricht und der Sie quasi nur motiviert zu sagen, ja, wenn das die Bibel ist, dann muss ich sie lesen. Und dann können Sie ab Juli wieder von vorne anfangen, im 119. Psalm. Ein Lobpreis auf die Bibelentdeckung. Nie mehr, lassen Sie mich das so sagen, nie mehr zurück in die bibellose Zeit. Bitte nicht. Bitte, tun Sie es nicht. Sie können auf vieles verzichten. Ich kann auch auf vieles verzichten. Aber machen Sie das nicht. Nie mehr zurück in die Bibellosheit. Denken Sie nie mit mir, Sie könnten irgendwo noch reicher werden auf dieser Seite der Erde als an den Worten unseres Gottes. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold oder dieser Schatz, je nach Übersetzung, dieses Gold, dieser Schatz, den erhalte mir. Das ist wirklich wahr. Und wenn man es einmal angefangen hat zu begreifen, dann kriegt man eine gute Sucht. Das ist ein Suchtphänomen. Das ist ja klar. Sie werden abhängig davon. Weil sie merken, ich kann ohne deine Worte ja nicht mehr leben, mein Gott. Mein Gott, ich bin so ausgetrocknet, ich bin so halb verhungert, ich brauche deine Worte. Tu mir die Liebe an, mein Gott, und rede bitte zu mir. Rede, Herr. Dein Knecht hört. War nachher das Leitwort von Samuel. Und nach dieser Bibelvergessenheit, der tiefroten Ampel, dem Erschrecken, dem notwendigen, guten, gesunden, geistlichen Erschrecken und der Bibelentdeckung, kommt es natürlich dann in der Konsequenz zu einer Bibelgeschichte oder zu einem Bibelleben. Nennen Sie es, wie Sie wollen, oder zu einer Bibelbiografie. Denn wenn es wirklich ein Begegnen ist mit den Worten Gottes, dann ist es ja nicht ein Begegnen, wo Sie sagen, ja, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, wird abgelegt und ist erledigt. Verstehen Sie, bevor ich hierher kam, hatten wir noch eine von unseren X-Sitzungen da in dieser Hütte, die einfach auch sein müssen, das weiß ich. Und ob Sie es wissen wollen, es waren 33 Tagesordnungspunkte. Da kriegt man einen Knoten im Kopf. Ja. Aber keiner von diesen 33 Tagesordnungspunkten hat in irgendeiner Weise auch nur annähernd die Relevanz. Und irgendetwas, was in diesem Buch steht. Das heißt, es ist ja nicht nur, ja, ich habe es jetzt mal gelesen, sondern das ist fortan ihr Leben. Es folgt aus der Bibelentdeckung eine Bibelgeschichte, ein Bibelleben, eine Bibelbiografie. Als der Josia das jetzt realisiert hat, hat er nicht gesagt, ja, leg's mal dahin. Sondern aus diesem Buch, man spürt es förmlich, aus diesem Buch entspringt bei ihm eine Handlungsanweisung. Merken Sie es. Es ist eine Handlungsanweisung. Erster Gedankengang, ich brauche Klarheit, ob wir schon so jenseits aller Grenzen sind, dass wir eigentlich in Juda sowieso einpacken können. Und dann schickt er eine hochkarätige Delegation eben zu der ihm bekannten Prophetin Hulda. Und die Hulda sagt ihm ja ein hartes und ein gnadenvolles Wort.
Ein hartes Wort, das sie sagt, Gerichte werden über Juda kommen. The point of no return ist schon überschritten. Und wir erwähnen das ja, wir sind ja bei Josia bis zum Jahr 609 und im Jahr 587 schon Feierabend. Da sind die babylonischen Truppen dann schon alle in Jerusalem, alles vorbei. Das heißt, Hulda hatte recht. Das ist die eine klare Botschaft. Die andere Botschaft ist ja, dem Überbringer dieser Anfrage, dem kannst du sagen, weil er in dieser Weise auf die Worte Gottes reagiert hat, wird all das zu seiner Zeit noch nicht geschehen. Gott sieht diesen Mann und seine Königsherrschaft gnadenvoll an, aus einem schlichten und einfachen Grund, weil er die Bibel ernst genommen hat. Aus dieser Bibel ist für eine Handlungsanweisung geworden. Und dann könnte man sagen, gut, Josia denkt, Glück gehabt, gut gelaufen, Häkchen hinter, erledigt. Nein, dieses Buch bleibt für ihn weiter eine Inspiration für sein Leben. Daran merken wir, dass das, wie würden wir neudeutsch sagen, authentisch ist. Dass das echt ist. Dass es nicht nur als religiöse Masche hat, sondern das sagt er jetzt, da sandte der König hin und ließ zusammenrufen alle Ältesten Judas und Jerusalems. Und haben ein großes Meeting gemacht und da wurden alle zusammengekarrt, auch die Einwohner von Jerusalem, die Priester und die Leviten, alles Volk, kleine, große, die kamen alle zusammen an ein riesen Zusammentreffen der Bevölkerung. Und dann machen die was? Haben Sie es gelesen, was die machen? So bewegend, die machen einen großen Bibelvorlesetag. Steht hier. Es wurden vor ihren Ohren gelesen alle Worte aus dem Buch des Bundes, das im Hause des Herrn gefunden war. Der Josia sagt, das, was ich erlebt habe, dass ich eine Bibelentdeckung gehabt habe, dass Gott sein Wort mir geschenkt hat, dass er mich angesprochen hat, dass er mich aus der Dunkelheit des Nichtwissens, aus der geistlichen Distanz und Entfernung so in seine Nähe hineingezogen hat, dass ich so mit ihm leben darf. Das ist doch nicht meine Privatsache. Aber was ich irgendwie tun kann, will ich tun, dass das andere mitkriegen. Und dann kommt es zum großen Bibellesen. Wir wissen nicht, was daraus geworden ist. Wir wissen nicht, wie viele an dem Tag für sich ihre persönliche Bibelentdeckung hatten. Wissen wir nicht. Aber es ist eine Bibelbiografie, ein Bibelleben, eine Bibelgeschichte im Leben des Josias entstanden. Und das will er gerne festmachen. Und deswegen schließt er jetzt einen Bund. Und man kann ja über diese Bünde, die jetzt diese kleinen Bünde, die immer wieder in der Bibel vorkommen. Man kann ja über diese Bünde ganz, ganz, ganz negativ denken. Kann man. Ich weiß es. Negativ denken in dem Sinn, das bringt doch nichts. Jetzt schaut es doch an, kaum haben sie ihren Bund geschlossen, machen sie wieder Schrott. Ja, man kann aus dieser Perspektive das angucken. Man kann es nach dem Motto leben, das Glas ist halt halb leer. Jo. Aber man kann auch nach der anderen Methode vorgehen und sagen, die haben das wenigstens ernst genommen. Das Glas ist halb voll. Die sind ganz bewusst in den Bund eingetreten, zu tun nach allen Worten des Bundes, die geschrieben stehen in diesem Buch. Und dann initiiert Josia, dass jetzt tatsächlich das große Aufräumen beginnt. Er entfernte alle gräulichen Götzen aus allen Gebieten Israel und brachte es dahin, dass alle in Israel dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josia lebte. Da ist eine ganze Biografie draus geworden. Fortan war mit dem Josia und dem Königsprogramm des Josia es verknüpft. Seit dieser Josia, unser König, die Bibel entdeckt hat, gibt es einen anderen Drive. Gehen die Dinge anders? Wird das Bestimmende? Zieht er das durch? Und das ist keine Masche, das ist keine Idee. Das ist nicht mal nur ein Jahr und dann nächstes Jahr kommt ein neues Programm. Sondern das ist jetzt das Leben des Josia. Und es überrascht uns schon nicht mehr, dass in Kapitel 35 drüber steht, Josia hält Passa nach dem Gesetz, das haben wir auch schon gehabt. Erinnern Sie an Hiskia, wo die begriffen haben, jetzt wollen wir genau das auch ins Leben hineinbringen, denn so ein Passafest, das fällt ja auf. Das wird ja deutlich, das ist ja ein Unterbrecher, das ist eine Zäsur, das kriegt man mit. Das können Sie nicht verstecken.
Das sieht man. Und so tritt also Josia mit seinem Verständnis von Gott in den Raum des Lebens, des Alltags hinein. Es wird gefeiert entsprechend dem Gesetz. Die Arbeit ruht, die Prozesse ruhen, die Sitzungen fallen aus, weil Passa gefeiert wird. Das ist, ist ein Unterbrecher, das ist eine Zäsur. Es läuft nicht alles so weiter, weil ich etwas aus der Bibel heraus entdeckt habe, was ich jetzt zu tun und was ich dann eben anders nicht tun kann. Mein Leben wird von Bibel bestimmt. Dass Josia seine Grenzen hatte, dass Josia Fehler gemacht hat, ja sicher, denken Sie an den Schluss. Hat sich vollkommen unnötig in so ein militärisches Spektakel reinziehen lassen. Wäre gar nicht sein Ding gewesen. Hätte Finger von lassen sollen. Ja, richtig. Aber der Grundgedanke, dass die Bibel eine Veränderungskraft hat, eine starke Veränderungskraft hat, dir ist wichtig. Nein, nein, es ist, wie es in dem Lied heißt, es ist diese sanfte Kraft. Diese stetige Kraft. Es ist so ähnlich, wissen Sie, es ist so ähnlich, wie wenn Sie nicht irgendwo in so einem normalen Pool irgendwo eines Schwimmbads schwimmen, sondern wenn Sie im Meer schwimmen. Das wissen alle, die das getan haben. Da gibt es eine Unterströmung. Manchmal werden Sie sogar davor gewarnt, weil man sie erst natürlich gar nicht sieht. Und trotzdem ist sie da. Das ist unglaubliche Kraft, die da ist. Das Wort Gottes hat eine sanfte, stille Kraft, die Menschen verändert, prägt, bestimmt, erneuert. Und dieser bibelverändernden, bibelbiografie bildenden Kraft, die ganze Gesellschaften, ganze Gemeinden prägt, der wollen wir uns aussetzen. Ja, der Josia hat was Besonderes erlebt, ganz eindeutig. Und ich freue mich, dass durch diese Fügung unseres Plans das am Ende unserer Tagung steht. Er hat einen unglaublichen Schatz bekommen. Und wenn Sie diesen Schatz schon bekommen haben oder wenn dieser Schatz vielleicht auch in diesen Tagen ein bisschen entstaubt wurde, dann Halleluja, Amen. Einen größeren Schatz können Sie nicht kriegen, als dass Sie mit mir wissen, Gott redet zu mir. Gott spricht zu mir. Das Wort Gottes, es ist geschehen. Das ist der Himmel auf Erden. Deswegen treten wir, soweit es irgendwie an uns liegt, aus dem Raum der Bibelvergessenheit heraus. Unserer persönlichen Bibelvergessenheit und dem Leben in Bibelvergessenheit. Und sie dürfen, sie können, sie müssen aus dem Raum der Bibelvergessenheit raus. Verstehen Sie mich richtig? Die Frage nach dem Liedstil in Ihrer Gemeinde ist sowas von sekundär. Und ob die richtige Haartracht haben und den richtigen Kleiderstil, oh Mann. Und ob ihr Gebäude hypermodern oder eine schäbige alte Bude ist. Ob ihr Pastor rhetorisch fit ist oder eher sprachlich angeschlagen. Alles sekundär, glauben Sie es mir. Aber wenn Sie im Raum der Bibelvergessenheit sind, dann dürfen Sie, dann können Sie, dann müssen Sie da raus. Dann suchen Sie sich Ihre Wege, dass die Welt der Bibelvergessenheit Sie nicht erfasst. Ganz eindeutig, das ist die tiefrote Ampel. Nie mehr zurück in die Welt der Bibelvergessenheit. Nie mehr zurück. Nie mehr ohne Bibel, nie mehr. Danke für das Glück, dass du zu mir redest durch deine Worte. Tagtäglich gibst du mir deine Worte. Und danke, mein Gott, dass das
eine sanfte, stille Kraft ist, die eine Bibelgeschichte, eine Bibelbiografie, ein Bibelleben schreibt. Deine Worte sind nicht vergebens. Deswegen wollen wir für uns und für die Unseren an dieser Bibelwachheit, an diesem Bibeltransport partizipieren. Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold, diesen Schatz, erhalte mir. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du das gesagt hast. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort ist jetzt in dir, Herr Jesus, Fleisch geworden. Wir danken dir, dass wir jetzt deine Rede, deine Stimme in deinem Wort in der Bibel in unserer Mitte haben. Es ist kein leeres, kein totes, kein altes Wort. Es ist das Wort, das durch deinen Geist für unser Leben tagtäglich lebendig werden darf. Danke dafür. Und wir danken dir für diese normierende Norm. Wir danken dir für diesen Schatz, den du uns geschenkt hast. Und wir hängen an deinen Worten. Und wir bitten dich, dass wir nicht in die Bibelvergessenheit zurückfallen. Und dass wir neu aufschrecken, wenn es anfängt, flüchtig zu werden. Dann gib uns neu dein Wort, die edle Gabe. Und hab von Herzen Dank für diesen Schatz, für dieses Pfund. Und schenk, dass unser Leben, unser ganz normales, alltägliches Sein, diese sanfte, stille, gute, verändernde Kraft immer stärker bestimmt wird. Wir beten dich darüber an und ehren dich, dass wir nicht ohne Führung, dass wir nicht ohne Lenkung und Leitung, dass wir nicht ohne die Autorität deiner Worte durchs Leben gehen müssen. Anbetung sei dir, dem redenden Gott. Amen. Jetzt verabschieden wir uns zuallererst von denen, die mit uns im Livestream verbunden sind, wünschen eine richtig gute Nacht. Wir sind wieder am Mittwochabend auf Sendung, dann im Rahmen unserer Bibelstunde. Bis dahin, Gott befohlen.